lade ich euch ein zu einer Stunde Hockergymnastik, aber für Fortgeschrittene. Zunächst beginnen wir mit leichten Erwärmungsübungen, koordinativen Übungen. Anschließend mache ich ein paar Bein- und ein paar Bauchübungen auf dem Hocker, auf dem Stuhl, die doch ein bisschen anspruchsvoller sind. Ihr schiebt eure Arme ganz weit nach außen oben, die Daumen zeigen nach hinten, ihr geht tief, faustet die Hände und geht wieder ganz weit nach oben. Ihr kommt tief und hoch. Tief, geht in die Überstreckung und beugt euch. Macht euch lang und lasst euch wieder sinken. Lang werden und sinken lassen. Und das Ganze im Wechsel. Ein Arm hoch, ein Arm tief. Unten ist die Faust geschlossen, oben ist die Hand geöffnet. Der Daumen gibt immer die Bewegung vor. Und ihr verschiebt mit den Beinen auf der Stelle. Koordination. Ihr bewegt die Arme zusammen. Die Beine im Wechsel. Ihr stellt die Füße wieder ab, bewegt die Arme weiter, geht auf die Zehenspitzen, auf die Fersen. Die Arme im Wechsel. Die Füße zusammen, auf die Zehenspitzen, auf die Fersen. Und die Füße im Wechsel, die Arme im Wechsel. Die Füße bleiben im Wechsel und bewegt die Arme zusammen. Jawohl! Es kommt unser Bauch dran, aber wir kräftigen zusätzlich unsere Beine, die Oberschenkelmuskulatur auf der Vorderseite. Ihr setzt euch möglichst frei in Bezug auf die Rückenlehne des Stuhls, weil die ist nur zur Attrappe da, nur zur Verschönerung des Stuhls. Und ihr pumpt mal mit den Füßen. Ihr dürft euch gerne mit den Händen auf der Sitzfläche abstützen. Das Brustbein schiebt ihr weit nach vorne oben. Wenn ihr die Beine nicht ganz so hoch heben könnt, dürft ihr sie auch gerne ein bisschen tiefer lassen. Wenn es gar nicht geht, auch gerne zwischendurch erstmal abstellen und den Oberkörper ein bisschen nach hinten neigen. Wenn es schwierig ist, auch gerne mit angelegtem Rücken an der Rückenlehne. Ihr pumpt im Wechsel. Und habt ihr noch einen fetten Bauch und Beine, schiebt ihr die Arme nach vorne, pumpt, könnt die Füße lang lassen, schiebt einmal den rechten Arm und einmal den linken Arm hoch. Rechter Arm und linker Arm. Ich zeige euch das auch in der Seitlage, seitliche Aufnahme, zieht die Fußspitzen ran, schiebt die Arme ganz weit nach vorne, ihr sitzt frei, schiebt den einen Arm hoch und schiebt den anderen Arm hoch. Könnt die Beine im Wechsel strecken, auch ein bisschen Balance, könnt die Hände unter die Oberschenkel legen, Fußspitzen ranziehen. Macht die Beine hoch, lasst die Beine wieder sinken. Schiebt die Beine hoch und lasst sie sinken. Und ihr setzt beide Füße ab, geht in den Kutschersitz und entspannt. Wir bleiben in der Bauchmuskulatur. Ihr könnt die Füße am Boden lassen, schiebt die Arme ganz weit nach vorne, nehmt euer Kinn zum Brustbein, zieht die Fußspitzen ran und beginnt erstmal mit den Armen lang zu hacken. Ihr bleibt hier für viel, für drei Minuten. Für zwei, ihr haltet beide Arme, ihr atmet ein, ihr werdet groß, schaut im langen rechten Arm nach, ihr atmet ein und schaut im langen linken Arm nach. Mit der Ausatmung kommt ihr mit dem Arm nach vorne. Ah, ihr habt noch zwei Po-Seite. Und noch eine. Und nehmt die Arme. Pharao verschränkt, holt euch ein und richtet euch auf. Holt euch ein und richtet euch auf. Bleibt relativ weit mit der Schulter hinter dem Körperschwerpunkt. Je aufrechter ihr seid, desto weniger Spannung im Bauch. So, und dann hebt ihr nochmal die Beine an. Ob ihr die Fußspitzen ranzieht oder lang, dürft ihr entscheiden. Jetzt braucht ihr irgendwas, was rutscht auf eurer Sitzfläche. Könnt auch gerne ein Handtuch auf einen Stuhl legen, der mit Stoff überzogen ist. Ihr dreht euch einmal 90 Grad um die eigene Achse, kommt wieder zur Mitte zurück und dreht euch zur anderen Seite. Dreht euch, lasst die Oberschenkel Vorderseite, lasst die Oberschenkel Innenseite vielleicht sogar arbeiten, indem ihr euch einen Gegenstand dazwischen legt, Pfund Zucker, Pfund Mehl, kommt wieder zurück. Der Bauch arbeitet und ihr dreht euch hier wieder zurück. Ihr haltet. Wer kann, geht ganz weit nach vorne auf die Sitzfläche. Ihr schiebt einmal das rechte Bein nach oben und ihr schiebt das linke Bein nach oben. Ihr haltet euch.
den Bauch arbeiten. Rollt euch richtig ein. Wenn es mit gestreckten Beinen nicht geht, beugt ihr die Knie, haltet euch, richtet euch auf, lasst den Bauch arbeiten, löst, setzt die Beine ab und geht wieder in den Kutschensitz. So, ein bisschen was für die Arme. Ihr habt den Bauch gekräftigt, ihr habt die Oberschenkelvorderseite, den Po und die Oberschenkelrückseite gekräftigt. Jetzt kommen die Arme dran. Möchtet ihr erstmal leicht anfangen, einen Liegestütz, über den Sitz, der kommt tief und kommt hoch. Ihr geht tief nach unten und wieder hoch. Je weiter eure Füße vor dem Körper stehen, umso anspruchsvoller wird die Übung. Lang, lang, ihr kommt tief, ihr geht hoch, ihr kommt tief. Und ihr seht, ihr könnt über den Schub der Fersen vor und zurück euch das ganze Körpergewicht auf die Hände setzen. Und setzt euch ab, geht in den Kutschersitz und macht eine Pause. Mit dem Stuhl könnt ihr sehr schön Rückenübungen durchführen. Ihr könnt mit den Knien auf der Unterlage bleiben, stützt euch mit den Unterarmen ab und schiebt ein Bein weit hinaus. Lasst das Bein federn, nehmt euer Kinn zum Brustbein, ihr arbeitet aus der Hüfte heraus, holt das Bein zurück und schiebt das andere Bein weit hinaus. Schulterblätter tief schieben und federt das Bein. Für 4, für 3, für 2, für 1, kommt zurück, setzt die Füße ab, vordere Kette, Bauch, Oberschenkel, Vorderseite, lasst die Knie schweben und federt die Knie hoch und tief. Das Kinn bleibt im Brustbein, macht den Kopf und den Nacken ganz, ganz lang. Und wechselt, indem ihr einmal den rechten Oberschenkel in der Längsachse zur Decke schiebt, einmal den linken. Wenn ihr es ganz anspruchsvoll haben möchtet, schiebt das rechte Bein hinaus, kommt zurück und schiebt das linke Bein hinaus. Kommt zurück, rechts, ab links. Und langer Liegestütz, streckt die Füße, haltet euch. Wie ein Brett, stützt euch mit den Händen ab, kommt nach oben, geht wieder tief, kommt hoch und tief. Leichter wird es, wenn ihr den Bobbes hochhaltet, dann hier hochkommt und da wieder tief. Und setzt die Knie ab, schiebt die Arme lang hinaus, den Po über die Fersen. Das ist ein bisschen was für die Oberschenkelaußenseite, für die Taille. Macht das Bein lang, schiebt das Brustbein weit nach vorne oben und federt das lange Bein. Ihr habt noch 4, ihr habt noch 3, ihr habt noch 2 mehr und noch 1. Ihr haltet, zieht den Ellenbogen zum Knie, macht euch ganz lang, zieht dran. Lang weg, für 4, einer, für 3. Und den letzten. Und kommt über die Seite, über den Bauch auf die andere Seite. Zieht dran, streckt hinaus. Schulterohrabstand bleibt ganz, ganz lang. Für 2, für 1. Ihr könnt den langen Arm halten und federt das lange rechte Bein hoch und tief. Für 4, für 3, für 2, für 1. Und ihr löst. Setzt das Bein ab, dreht euch, schiebt die Arme nach vorne in den Fersensitz.